Herzlich willkommen zu einem Tutorial, in dem ich Ihnen die Grundlagen zur Erstellung von Tappings und Tempomessungen mithilfe der Software Sonic Visualizer vorstellen möchte, die zu diesem Zweck tatsächlich besonders häufig eingesetzt wird. Zielsetzung des Tutorials sind also eine Einführung in die wichtigsten Grundfunktionen der Software sowie die Vermittlung aller notwendigen Arbeitsschritte zur Erstellung eigener Tempomessungen mithilfe der Setzung von sogenannten Tapping-Markern. Voraussetzungen, die hier nicht thematisiert werden, betreffen vor allen Dingen die Installation der Software auf einem eigenen oder einem Arbeitsrechner, da dies je nach Rechnertyp oder verwendeter Version unterschiedlich, zumeist aber unproblematisch erfolgen muss. Ebenso nicht thematisiert werden weiterführende Aspekte, die den Datenexport und die Datenauswertung betreffen, die dann zumeist in Excel erfolgen, oder auch die Erstellung von Grafiken, Statistiken und der Abgleich mehrerer Aufnahmen oder Aufführungen. Hier sei auf weitere Tutorials in dieser Serie verwiesen. Warum soll ich nun den Sonic Visualizer in meiner musikwissenschaftlichen Arbeit oder auch sonst verwenden? Nun, Tempo bzw. die Zeit ist eine Bedingung aller Musik und damit ist die Messung von Zeit als Möglichkeit für nahezu jede vorhandene Musikrichtung gegeben. Mithilfe des Sonic Visualizer lassen sich also ethnologische, historische und empirisch-systematische Fragestellungen bearbeiten zu alter und neuer, partiturgebundener und improvisierter, klassischer und populärer Musik. Und dies kann als Hauptteil oder auch nur als kleine Ergänzung in einer Hausarbeit oder in einem Forschungsvorhaben erfolgen. Das Tempo, die Zeit, lässt sich zudem auf ganz verschiedenen Ebenen messen, als Makroebene von vollständigen Formverläufen, ebenso wie als Mikroebene einzelner expressiver Gesten. Ein Abgleich von Versionen in ganz verschiedenen Medien erscheint mit der Software problemlos möglich zu sein. Es gibt keinen Grund, hier nicht zum Beispiel auch die Analyse von Filmmusik, Computerspielmusik, von YouTube-Arrangements oder anderen medienbasierten Existenzformen von Musik gleichwertig mit einzubeziehen. Als Beispiel für alle weiteren Ausführungen und Analysen in diesem Tutorial greife ich aber auf ein möglichst bekanntes Musikstück, einen möglichst kurzen Ausschnitt in einer älteren und berühmten Aufnahme zurück. Wir nehmen hierfür die ersten 10 Takte aus Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Die Aufnahme ist mit Wilhelm Furtwängler und in den Jahren 1936-37 mit den Berliner Philharmonikern zusammen entstanden. Hören wir einmal auch zusammen mit dem Partiturbild die ersten 10 Takte an, um die es in den folgenden Analysen dann gehen soll. Die erste Entscheidung, die bei einer Tempomessung oder Tempoanalyse getroffen werden muss, ist, an welcher Stelle die Tappings eigentlich gesetzt werden sollen. Man sucht hierzu üblicherweise zeitlich gleiche Abstände, also metrisch gleiche Abstände innerhalb der musikalischen Vorlage, die musikalisch möglichst sinnfällig sein soll. Da ganze Takte vielleicht etwas zu wenig Informationen beinhalten, einzelne Viertel- oder Achtelnotenschläge, aber insbesondere in den ersten 4 Takten, nicht jederzeit musikalisch ausgefüllt werden, habe ich mich in diesem Fall für eine halbtaktige Markierung entschieden. Das würde dann folgendermaßen aussehen, dass in jedem Takt 2 Tapping-Markierungen zu setzen sind, sodass sich für die 10 Takte eine fortlaufende Reihung von insgesamt 20 solcher Markierungen ergeben würde. Innerhalb der Software sieht nun das Partiturbild bzw. das Klangbild dieser ersten 10 Takte uninterpretiert oder unannotiert so aus, und unsere Zielsetzung wäre es, die folgenden hier nun sichtbaren 20 Tapping-Punkte an der richtigen Stelle zu setzen und daraus dann Tempoanalysen und Tempografiken erstellen zu können. Als wichtige Voraussetzung sei dabei bemerkt, dass das Tapping natürlich an der Tastatur des jeweiligen PCs erfolgt, ich im Tutorial jetzt aber immer nur den Bildschirm zeigen kann, weswegen zunächst noch in einem Screenshot erläutert werden sollte, mit welchen Tastaturkombinationen die Tappings gemacht werden können innerhalb der Software Sonic Visualizer. Dies sind einmal das Semikolon und zum anderen, wenn ein Nummernblock vorhanden ist, die Enter-Taste ganz rechts außen am Nummernblock. Dabei erweist sich diese zweite Lösung meistens als etwas besser,
weil eben nur eine und nicht zwei Finger für den Tapping benutzt werden müssen und der gesamte Mittelbereich der Tastatur frei bleibt, um zum Beispiel eine Notenausgabe oder andere Dokumente zeitgleich sich visuell ebenfalls bereithalten zu können. Im zweiten Teil des Tutorials werden wir nun innerhalb der Software uns ansehen, wie die Tappings erstellt werden und wie sie nachträglich auch noch manuell justiert, ausgetauscht oder weiter ergänzt werden können. Ein erster elementarer Arbeitsschritt innerhalb der Software wird es natürlich sein, die gewünschte Aufnahme zu importieren. Dies funktioniert im Sonic Visualizer auf ganz einfachem und üblichen Weg über den linken Reiter, wo ich über die Funktion Open auf die gewünschte Aufnahme zurückgreifen kann. Nachdem diese nun in den Sonic Visualizer importiert wurde, ist sie direkt bereit, beim Anhören des Klangbilds auch annotiert zu werden. Wenn ich also auf den Play-Button drücke, werde ich zeitgleich zum Anhören versuchen, die 20 vorgesehenen Tapping-Markierungen an den entsprechenden metrischen Stellen mit Hilfe der Enter-Taste des Nummernblocks oder des Semikolons einzutappen. Nachdem dies erfolgt ist, ist allerdings in nahezu allen Fällen noch eine manuelle Nachjustierung und Kontrolle dieses Tapping-Vorgangs notwendig. Dies liegt in diesem Fall am Vorführeffekt, es kann aber auch an unerwarteten zeitlichen Ereignissen innerhalb der musikalischen Aufführung liegen, auf die nicht angemessen reagiert werden kann, oder auch an zeitlichen Verzögerungen innerhalb der Hardware, in diesem Fall vor allen Dingen beim allerersten Tap, der möglicherweise erst etwas verspätet einsetzt. Hierzu stehen mir nun im Sonic Visualizer verschiedene, auch recht intuitiv handbare Möglichkeiten zur Verfügung, die ich Ihnen in der Reihenfolge Ihres üblichen Verwendens vorstellen möchte. Dies betrifft zum einen die Leiste hier oben mit verschiedenen Arbeitswerkzeugen, zum anderen die verschiedenen Räder und Einstellungsmöglichkeiten hier unten und schließlich vor allen Dingen auch noch den Anzeigenbereich hier, der die sogenannten Layers angibt. Wichtig ist zunächst einmal zu verstehen, dass die Leiste hier oben letztlich nur dann aktiviert ist, wenn auch das richtige Layer eingeschaltet ist. Sobald ich also hier hinwechsle, kann ich nicht mehr auf die Tempopunkte bzw. die Tapping-Markierungen zurückgreifen, sondern muss zunächst wieder auf das richtige Layer, ein sogenanntes Time-Instance-Layer, zurückgreifen und dann ist dies wieder möglich. Nun habe ich hier verschiedene Arbeitshandwerkzeuge zur Verfügung. Mithilfe des Handwerkzeugs kann ich einfach an eine beliebige Stelle innerhalb der Aufnahme klicken, sodass das Abspielen von diesem Zeitpunkt aus erfolgt. Der Pfeil wiederum ermöglicht es mir, Tapping-Markierungen zu markieren, was sinnvoll sein kann, um zum Beispiel einzelne Zeitstrecken für genauere Analysen auszuwählen oder Daten nur für diese Zeitstrecke zu exportieren. Am wichtigsten vielleicht ist aber dieses Werkzeug, weil es mir die Möglichkeit gibt, den Tapping-Punkt zu verschieben an eine Stelle, die mir nach musikalischer oder visueller Kontrolle sinnvoller erscheint, auf diese Weise die Tapping-Punkte an geeignetere Punkte zu versetzen, zu verschieben und das Ergebnis besser zu machen, als es nach einmaliger Annotation oder dem reinen Höreindruck in originaler Abspielgeschwindigkeit sein könnte. Schließlich sei auch noch verwiesen auf das Stiftwerkzeug. Hiermit kann ich einfach, falls ich einmal einen Tapping-Punkt übersehen habe, zusätzliche Tapping-Punkte an von mir ausgewählten Stellen ergänzen. Mit dem Radiergummi, wenig überraschend, kann ich diese Tapping-Punkte dann wieder entfernen, falls einer zu viel gesetzt wurde oder er mir an dieser Stelle nicht gefällt. Der Sonic Visualizer stellt mir aber noch einige weitere Arbeitstechniken zur Verfügung, mit der ich die manuelle Nachkorrektur und Justierung der Tapping-Markierung weiter verfeinern kann. Ich möchte hier zumindest auf drei besonders übliche Verfahren verweisen. Das erste ist natürlich die Möglichkeit einer Lupenfunktion, die sowohl visuell wie auch akustisch-klanglich zur Verfügung gestellt wird. Hier nun kommen diese Räder ins Spiel. Mit dem Rad hier ist es möglich, in die Aufnahme hineinzuzoomen oder sie eben auch zusammenschrumpfen zu lassen. Das Rad hier wiederum dient zur Regelung der Wiedergabegeschwindigkeit, die beschleunigt, aber auch spürbar verlangsamt werden kann.
Beides ist auch über die Reiter möglich, im einen Fall also über den Reiter View, im anderen Fall über den Reiter Playback, wobei vor allen Dingen die Funktion Restore Normal Speed sehr geeignet sein kann, um möglichst rasch wieder zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurückzukehren. Wenn ich nun zum Beginn der Aufnahme wechsle und es in dieser Form mir anhöre, werde ich möglicherweise direkt erkennen, dass die ersten Tabs noch etwas versetzt werden sollten. Und so weiter. Es wird auch ein akustisches Signal eingeblendet, wenn der jeweils gesetzte Tapping-Punkt erreicht ist, der zur Orientierung dienlich sein kann, ob dieser noch versetzt werden muss. In diesem Fall könnte ich also zum Beispiel mit dem entsprechenden Werkzeug den ersten oder den zweiten Tapping-Punkt ein wenig verschieben. Eine zweite Arbeitstechnik greift auf die Play-Möglichkeiten des Sonic Visualizer zurück. Die Funktionen des Vor- und Zurückspulens erlauben es mir hier sehr schnell zum Beginn oder zum Ende der Aufnahme zu wechseln. Wichtig ist vor allen Dingen aber, dass wenn ich in dem entsprechenden Time Instance Layer mich aufhalte, diese Funktion des Vor- und Zurückspulens zum einzelnen Track sich hier nun quasi auf den einzelnen Tapping-Punkt bezieht. Ich wechsle also zum Beginn der Aufnahme und kann dann hier zwischen den einzelnen Tapping-Punkten hin und her wechseln, was besonders auch möglich ist, um auf diese Weise die Wiedergabe direkt mit einem Tapping-Punkt beginnen zu lassen und so zu überprüfen, ob dieser tatsächlich synchron mit dem gewünschten Anfangspunkt, Attack Point, des musikalischen Ereignisses bereits gesetzt ist. Und jetzt eben wieder zurück zum Tapping Point, um zu hören, dass hier tatsächlich der Klangansatz der Zielnote erreicht wird. Wenn all das nicht hilft, sei abschließend auch noch darauf verwiesen, dass es die Möglichkeit gibt, zusätzliche Layers einzuschalten, also zum Beispiel ein Spektrogramm, das mir ermöglicht, noch etwas genauer auf einzelne Notenansätze und Tonansätze zurückzugreifen. Hier nun ist es aber notwendig, wieder auch das Tapping Layer zunächst wieder zu aktivieren und zum vorgehobenen Layer zu machen. Dies geht unter anderem auch über diese Funktion Show, über die ich also die Möglichkeit habe, einzelne Layer an- und auszuschalten. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Korrektur und Nachjustierung von Tapping-Markierungen habe ich hier auch nochmals in zwei Screenshots zusammengefasst. Dies betrifft zum einen also die Arbeitsleiste oben innerhalb der Software, die mir verschiedene Arbeitswerkzeuge zur Verfügung stellt, um einzelne Tapping-Punkte zu löschen, zu ergänzen, zu markieren oder zu verschieben. Es betrifft auf der anderen Seite den Arbeitsbereich rechts in der Software, wo mir verschiedene Räder oder Einstellungsregler zur Verfügung gestellt werden, um Lautstärke, Abspielgeschwindigkeit, Zoomfaktor oder die Auswahl eines Layers treffen zu können. Nachdem all diese Arbeitsschritte erfolgt sind, ist aber meistens noch nicht das Ergebnis erreicht, das zum Beispiel in einer Publikation präsentiert werden möchte. Es geht ja nun auch noch darum, Tempokurven zu erstellen, Grafiken zu exportieren oder die Daten in eine für Excel taugliche Form zu bringen. Das Ziel sollte es also sein, zum Beispiel eine solche Tempokurve dann präsentieren zu können, wie sie hier eben für unsere Tapping-Annotation gezeigt wird, also die ersten 10 Takte von Mozarts kleiner Nachtmusik in der Furtwängler-Aufnahme. Diese Arbeitsschritte sind innerhalb der Software leider am wenigsten intuitiv, deswegen sei darauf verwiesen, dass es hier schon länger zusätzliche Dokumentationen gibt, die auf der Homepage der Software in der Dokumentationsseite bereitgestellt werden. Insbesondere werden die im Folgenden angeführten Arbeitsschritte auch einzeln und anschaulich erläutert in dem nach wie vor unverzichtbaren Musicologist Guide für Sonic Visualizer von Daniel Leach Wilkinson und Nicholas Cook verfasst, auf den hier auch nochmals nachdrücklich verwiesen sei und der dort zum Download bereitsteht. Es sind also einige etwas weniger intuitive Arbeitsschritte notwendig, um aus dem vorhandenen Time Instance Layer, das sind also meine Tapping-Markierungen, die hier nochmals gezeigt werden, ein sogenanntes Time Values Layer zu generieren. Denn nur in dieser Form können die Daten exportiert werden als Textdatei und es ist dann auch möglich, in anderen Programmen wie Excel mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Auch hier ist es am einfachsten, die dafür notwendigen 4 Arbeitsschritte Schritt für Schritt an der Software selbst kurz vorzuführen. Der erste Arbeitsschritt besteht darin, innerhalb des Time Instance Layers eine bestimmte Region auszuwählen. Dies wird meistens die gesamte Aufnahme sein,
kann aber natürlich auch auf ein bestimmtes Fenster begrenzt werden und dann über die Kopierfunktion diesen Bereich als dasjenige zu markieren, was in das Time-Nihilus-Layer umgewandelt werden soll. Dies geht dann wiederum über den Reiter Layer und hier wählen wir Add New Time Values Layer aus und dann muss man wiederum in das Edit Layer zurückwechseln und Paste betätigen. Nun als vierter Arbeitsschritt fordert mich die Software auch noch auf, hier eine bestimmte Darstellungsform für das neu zu generierende Layer auszuwählen. In der Interpretationsforschung dürften Time and Seconds, aber auch Duration since the previous item, Duration to the following item und die Möglichkeit einer Anzeige in Tempo, also als Metronomwert, besonders üblich sein. Wenn ich hier einmal Time and Seconds auswähle, erhalte ich eben dieses neue grün angezeigte Layer, das mir die entsprechenden Sekundenwerte aufaddiert anzeigt. Da dies eben nicht besonders intuitiv ist, würde ich denselben Arbeitsschritte einfach nochmals vorführen. Dazu ist es wiederum notwendig, in das Time Instance Layer zurückzuwechseln. Und dann ging es wieder um die vier Arbeitsschritte der Auswahl der Region und der Kopierfunktion. Zweiter Arbeitsschritt, Add New Time Values Layer. Dritter Arbeitsschritt, Paste-Button betätigen. Vierter Arbeitsschritt, gewünschte Darstellungsform auswählen. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel mal abweichend eine BPM-Darstellung zeigen, also eine metronomische Darstellung. Und man sieht, dass jetzt hier die Kurve einfach anders aussieht, weil sie eben bereits eine Berechnung innerhalb der Software vornimmt, wo der jeweils nächste Wert auf den jeweils vorhergehenden bereits bezogen ist. So kann ich also hier bereits anhand dieser Kurve sehen, wo die Aufnahme langsam oder schneller wird. Auch für diese Arbeitsschritte, mit deren Hilfe die gemessenen Daten erst in eine exportierfähige Version gebracht werden können, habe ich hier nochmals in einem Screenshot die entsprechenden Arbeitsschritte zusammengefasst. Wichtig ist dabei eben der Wechsel zwischen den beiden Reitern Edit und Layer und die Aktivierung der Funktionen Copy und Paste an der jeweils richtigen Stelle. Mit den auf diese Weise generierten Daten ist aber meistens der Arbeitsprozess noch nicht beendet. Es geht ja jetzt eigentlich erst darum, die Ergebnisse zu interpretieren, grafisch aufzubereiten und möglicherweise auch tatsächlich relevante Beobachtungen und herausgefundene Details zu kommunizieren. Ich möchte dies auch nochmals in einem vierten und abschließenden Teil an diesem Beispiel aus Mozarts Kleiner Nachtmusik vorführen. Dieser letzte Teil des Tutorials bezieht sich ausdrücklich aber nicht mehr auf die technischen Grundlagen und deren Verständnis. Wer also nur daran interessiert ist, kann diesen vierten Teil problemlos auch überspringen. Eine solche einzelne Tempokurve ist für sich genommen natürlich meistens nicht besonders aussagekräftig. Der übliche Weg wird es deswegen sein, mehrere Aufnahmen zum Vergleich heranzuziehen. Ich habe dies für die ersten 10 Takte, zum Beispiel für ebenso frühe Aufnahmen noch vor 1950 der berühmten Dirigenten Karl Böhm und Herbert von Karajan einmal beispielhaft durchgeführt. Die übereinandergelegten Tempokurven, die in diesem Fall die Sekundendauer angeben, sodass also die höheren Ausschläge langsamere Tempoereignisse anzeigen. Für diese drei Aufnahmen stellen sich nun wie folgt dar. Und hier könnten wir bereits erste interpretationsfähige Ergebnisse aus den gemessenen Tempoannotationen ableiten, selbst wenn es nur um 10 Takte geht. Man sieht die unterschiedlichen Grundtempi, die bei Böhm noch etwas langsamer, bei Karajan bereits etwas schneller sind. Man sieht das stärkere Ritardando dann ganz am Ende, das aber natürlich erst dann gemessen werden kann, wenn auch der nächste Themeneinsatz mit einem weiteren zusätzlichen Tab mit einbezogen wird. Und man sieht in den unterschiedlichen Zickzack-Strukturen, ob eine halbtaktige Agogik vorliegt, ob also bei den halbtaktigen Messungen in ähnlicher Weise, wie dies hier zum Beispiel vor allem für Karajan in der zweiten Themenhälfte der Fall zu sein scheint, erste und zweite Takthälfte quasi miteinander kommunizieren und interagieren, indem sie in jeweils ähnlicher Weise gestaucht und gedehnt werden. Wichtig ist dabei für das Verständnis, dass unterschiedliche Formen der grafischen Darstellung sofort unterschiedliche Ergebnisse innerhalb der Messung zum Vorschein bringen werden. Eine Balkengrafik zum Beispiel, wie sie eher in der Musikethnologie üblich ist, kann uns die Rubato-Praxis innerhalb der Zweitaktgruppen etwas deutlicher vorführen. Man hat also bei fortwährender Zugang vor allen Dingen einen ganz deutlichen Tempobogen, der zunächst schneller und dann wieder langsamer wird und sieht, dass sich das dann für den 5. bis 8. Tappingpunkt, also die Wiederholung des Eröffnungsmetuvs in Takt 3 folgende,
letztlich zu wiederholen scheint. Der Tempobogen wird dann zum Schluss mit dem Ritardando-Ende quasi umgekehrt zur höchsten Tempodauer, nun im letzten und nicht im ersten gemessenen Tappingpunkt eines solchen Tempobogens. Weil ein solcher Tempobogen zugleich Ausdruck eines organischen oder expressiven Musizierens ist, erschien es abschließend reizvoll, wie es zu Beginn des Tutorials auch angedeutet wurde, noch einmal ganz andere Quellen mit einzubeziehen. Das wären in diesem Fall ein YouTube-Video mit einem Medley von André Rieu oder auch eine von einer Drogeriemarktkette verkaufte CD, in der eine Spieluhrenversion des ersten Satzes der kleinen Nachtmusik enthalten ist, die aber zugleich mit Naturgeräuschen babygerecht aufbereitet wird. Der Vor- und der Nachteil zugleich einer solchen positivistischen Analyse mit einer Software besteht darin, dass sich Furtwängler eben genauso gut wie mit Karajan auch mit André Rieu und der Babymusik vergleichen kann. Und dabei sind die Ergebnisse möglicherweise aber durchaus sogar in sich interessant, weil ich erkennen kann, dass bei der Babytrin-CD diese Tempobögen eben zugunsten einer mechanischen Wiedergabe deutlich abgeflacht erscheinen, zugleich aber die Phrasen insgesamt weiter kommuniziert werden müssen, insofern der letzte erhöhte Wert sich hier auch zeigt wie bei Furtwängler, während umgekehrt bei André Rieu der Tempobogen zunächst noch da ist, dann aber zugunsten eines Accelerando und einer auch etwas stärker abgeflachten Lesart, vor allen Dingen auch ohne das Schlussritardando, quasi zugunsten einer publikumsfreundlicheren Motorik aufgegeben wird. Solche und andere Ergebnisse sind mit Hilfe der hier vorgestellten Tempomessungen möglich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns quasi über YouTube auch in anderen Tutorials dann wiedersehen würden, vielleicht ja auch einmal im Rahmen einer Konferenz zu Fragen der Interpretationsforschung.